Die moderne Frau steht mitten im Leben und meistert die Welt mit Power und Gefühl. Ich wünsche allen Frauen einen glücklichen Weltfrauentag. Wir als Frauen haben im Hinblick auf die Pension einen finanziellen Nachteil. Nach der Geburt eines Kindes gehen wir meistens Teilzeit arbeiten und verdienen dadurch weniger. Auch die staatlichen Leistungen werden künftig verringert werden. Aber wir wollen uns in der Pension auch noch einen Urlaub leisten können oder es uns einfach schön machen können. Es liegt in der Natur der Frau, dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft und über die Sicherheit unserer Familie und von uns selbst. Wir haben einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt und darum ist uns Vorsorge wichtig und das ist gut so. Der Manager in der Familie ist meistens die Frau. Termine koordinieren, Taxi zum Arzt, zum Training, zur Musikschule und das Essen soll auch noch rechtzeitig am Tisch sein. Tja, aber was ist, wenn dann wirklich einmal was passiert? Dann ist es wichtig, dass ein qualifizierter Ersatz da ist, damit der Manager sich auf seine persönliche Heilung konzentrieren kann, weil er weiß, dass die Lieben zu Hause gut versorgt sind. Die Jugend ist viel unterwegs und da kann natürlich auch einmal was passieren. Unabsichtlich natürlich. Zum Beispiel beim Skifahren. Ein Zusammenstoß mit groben Folgen und vielleicht sogar Schmerzensgeldforderungen. Sollte jemand zu Schaden kommen, ist es wichtig, dass keiner der Beteiligten einen finanziellen Nachteil hat. Für all diese Beispiele gibt es Lösungen, damit wir unbeschwert in die Zukunft blicken können. Der 8. März ist der Weltfrauentag. Deswegen widmen wir den Monat März den Frauen. Es gibt bei uns einen Selbstverteidigungskurs zu gewinnen. So wie es ein paar Griffe gibt, sich selbst zu wehren, so braucht Frau eine gute Beratung für die Selbstvorsorge.